Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 50. Ich habe gedacht, bei Folge 49 am Ende, wir sind erst bei Folge 48, aber wir sind schon bei Folge 50. Die Zeit geht schneller um, als man denkt. Wie das immer so ist. So, wie immer mit Taschen voll. Ja. Eigentlich mit teilweise sinnlosen Sachen. Oh, ich muss unbedingt. Ja, muss unbedingt mal größere Taschen herstellen oder kaufen. Weil das ist ja furchtbar immer. Mal hier gucken. Auch nur ein Tiger. Oder mal hier vorne. Wir suchen nämlich immer noch unsere Panthers. Das ist auch lustig. In dem Gilden-Chat gerade. Da fragt einer, ob der da ist, und dann schreibt der, der das ist, nö, ist gerade als Heiler unterwegs. Aha. Ja, und denen geht's wie uns. Wenig Kohle, wenig Kohle. Dickes Leder haben wir jetzt auch. Ich meine danach nur diese zwei von. Krokodilarten mussten wir machen, oder drei? Drei. Oh, das sieht gut aus. Schmeißen wir weg. Ja, machen wir das. Ja, cool. Ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Jawohl. Schick, schick, schick. Ja, das sieht schon etwas netter aus. Würde ich sagen, hat sich die Pantherjagd ja schon fast gelohnt. Ne? Ich finde, teilweise hätte man ruhig alle Quests annehmen sollen können. Also von den ganzen Jagden hier. Wahrscheinlich teilweise schneller unterwegs. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gesehen habt, noch vier Gegner ungefähr im Levelbereich, die wir killen. Und dann haben wir wieder Level Up. Zu Level 39. Ach cool, ihr müsst doch bestimmt irgendwo einer rumlaufen. Nur er will nicht. Auf die andere Seite. Gucken, da müssten ja auch welche sein. Ich fange mal an zu flüstern, das finde ich lustig. Wenn ich irgendwas am Suchen bin und wenn mich andere Gegner nicht sehen sollen. Was haben wir denn da?
Und da ist ein Gorilla dabei. Ja, wunderbar. Muss man immer aufpassen, wie schnell man schießt. Damit man nicht direkt. Eigentlich wollte ich. Nein, so wollte ich das nicht. Das war falsch. Ich frage mich, wie man Trollschweiß auffangen kann. Also warum? Verstehe ich nicht. Hier, das ist nachher wichtig. Ich glaube, wir brauchen 5 oder so für eine Quest, damit wir etwas rufen können. War das, meine ich? Oh, wir müssen unbedingt. Und dann schmeißen wir das weg. Oh. Nee, so. Nein! Ja, wir müssen unbedingt verkaufen eigentlich. Wie viele Panther brauchen wir? 5 Panther brauchen wir noch. Ich gucke mal, ob wir noch die 5 Panther bekommen. Ansonsten haben wir ab, verkaufen, geben ein paar Quests, dann sind wir auch Level up. Frage ist, was ist näher? Ich glaube, das ist noch näher. Laufen wir rum, keine Ballons pullen, was ist das denn? Na, vielleicht haben wir hier ein Glück. Sagt immer da oben auf dem Berg, weil ich. Wir können ja mal gucken, vorsichtig, aber. Ich meine, da ist nur. Meine Katze dreht gerade ab. Der böse Bube hier, der Chef von der Ganze. Wir gucken mal da vorne, wo er uns sagt. Schon nicht schlecht. Aha, GZ uns. Jetzt sind beide wieder gleichzeitig aufgestiegen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht war auch eben einfach nur Zufall. Ist das wieder mit? Oh, dann heißt, wenn wir 5 haben. Dann mindestens 20% schneller. So, jetzt eier ich hier rum. Pull nur das falsch. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt erstmal unsere Quest ab. Was ich doof finde allerdings auch ist, ich habe so eine, ja, schon was älter zwar, die WoW-Maus. Von Kata, die funktioniert allerdings nicht mit Burning Crusade. Das finde ich traurig. Weil da lege ich auch mal gerne Tasten drauf. Ach, jetzt wo man gern will, findet man welche. Kann man auch. Reichen kann der nämlich. Aber da sind die noch langsamer. Das ist schon normal langsam, ja. Ja, was
tun wir weg, machen wir das Brot weg, wir wollen nach Hause ist gut, wollen ja ihr wisst schon, was ich meine, wir wollen ja Quest abgeben. Aber ich finde immer lustig, dass die Gegner so ein bisschen verstreut sind. Bisschen da auf dem Weg. Ich nehme mal gerade die Senke hier mit, vielleicht ist da ja auch noch einer drin. Ich habe es gesehen, wir werden verfolgt, aber wir lassen uns nichts anmerken. Fand er dann wohl auch doof, uns weiter zu folgen. Schade, dass ich nicht, oder dass wir nicht die Panther aussehen können. Naja. Schade, schade. Ansonsten ganz gut aus. Auch wenn wir uns nicht an den Questplan halten, sind wir mal wieder schneller als gedacht. Wie viel Quests können wir abgeben? 2, 3, 3. Okay, weniger als gedacht. Naja, naja, was soll's. Was haben wir denn sonst hier noch Tolles? Gebietsempfehlung. Düstermarschen. Alterer Gebirge. Ödland. Sümpfe des Elends. Die Sümpfe des Elends habe ich nie gerne geköstet. Aber wo wir mal hin können ist... Arati-Hochland. Weil da müssten wir ja theoretisch eh in die Nähe. Wegen dem vermissten Diplomaten meine ich. Süderstaden. Ich kann ja später mal, kann ich mal dahin fliegen und gucken, wie es da aussieht. Wenn es da ganz okay aussieht, machen wir da mal weiter. Und danach gucken wir vielleicht nach Tanaris. Tanaris ist nämlich ab 40 bis 50. Und ab dann. Danach gehen wir nach Krater von Ungo. Das ist 55. Den finde ich eigentlich auch ganz okay, Krater. Sind schon grau. Jo, die sind schon grau. Heftig, heftig. Aber wenn ich so an... Als ich hier damals gequestet habe, denke. So, Burning Crusade Zeit und Wotelka Zeit, ging das nicht so schnell. Aber ist ja auch, weil wir etwas mehr EP bekommen. So, erstmal verkaufen. Ja, so viel zum Verkaufen haben wir jetzt doch nicht. Aber das, den behalten wir mal. Nachbarbalken, meine kann man auch ganz gut verkaufen. Nein. Wirklich viel zu verkaufen haben wir nicht. Drei Sachen haben wir. So. Okay, und der hat weniger Ausdauer. Theoretisch mehr Angriffskraft. Mal gucken. Nein, hat sie nicht. Schadenstechnik, also wird uns eigentlich, bringt uns gar nichts. Können wir verkaufen. Weiß man lieber die mit mehr Ausdauer. Parieren brauchen wir nicht. Ja, ihr müsst jetzt einen Briefkasten geben. Hier so.
Cool. Oder der mobile Briefkasten, immer noch besser. So, mal gucken, gucken, gucken. Würde ich sagen, porten wir uns mal nach Sturmwind. Wir gucken mal beim Lehrer, auch wenn wir erst mit 40 gucken wollten. Aber wegen dem Spott, das interessiert mich. Beziehungsweise dem Knurren. Weil, das macht ja Sinn. Dann können wir direkt hier an den Briefkasten bisschen Post verschicken. Dann haben wir wieder Platz. Ja, das sieht ganz gut aus, ne? Jo. Oh, das können wir auch verkaufen. Kaufen wir uns nämlich neues Trinken. So. Kannst du in der Tat uns helfen? Wir brauchen etwas Neues zu trinken, bitte. Mondbeerensaft. 40? Nein, 45. Das nächste. Sehr schön. Essenstechnisch kannst du uns auch helfen. Das ist nämlich unser Freund auch. So. Puh. Gucken wir mal beim Lehrer. Wie gesagt, das interessiert mich nämlich sehr, ob das wirklich so ist mit dem Spotten. Weil das wäre schon ganz cool, wenn wir uns das holen. Und darf ich vorstellen, unsere alte Burg Sturmwind. Die neue sieht besser aus. Oh. Kanalbestie. Ja, die sieht man auch nicht immer. Bestimmt 10 Level über uns. Nö, da gehen wir uns gar nicht dran. Weil sonst sind wir weg. Oh, ich glaube, wir haben eine Jägerquest. Gut, dass wir doch mal geguckt haben. Doch keine Jägerquest. Nö, nicht wirklich. 40. Da kriegen wir das nächste Knochen. Oh, 3 Gold. Das ist 3 Gold 50. Was haben wir hier Tolles? Aspekt des Falken. Oh, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Hier, Vipernbiss. Zieht Mana ab. Oh, oh. Hier, Büffel dazu, Dämonen aufspüren. Sprengfalle. Theoretisch ganz cool, aber. Schon Eisfalle. Ich habe schon was Tolles und nutze es nicht. Ist ja ein Ding. Das ist nämlich unsere Eisfalle. Damit
können wir CC'en, sprich Crowd Control. Das ist cool. Das war nur Mana, ne? Mana, ja. Genau. Dann ist der Schlangenbiss besser, weil der tickt mit Gift. Da kann ich mal gucken, was das für eine Quest ist, wenn wir sowieso gerade hier in der Nähe sind. Was geht euch durch den Kopf? Sagt er uns. Eine Tempelquest. Mögen eure Reisen sicher sein. Ah, Forscherliga. Okay. Das heißt, der versunkene Tempel. Da könnten wir jetzt auch rein. Ja, allerdings, der versunkene Tempel ist schon eine Hausnummer. Vor allem, weil der so ewig lang ist und so verwinkelt. So, stopfen wir den mal da rein. Dann können wir uns nämlich als nächstes ein neues Haustier, ohne das alte zu verlieren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge so, dass wir uns dann ein neues Haustier holen. Aber man kann nur Haustiere in der gleichen Stufe holen, maximal. Also sprich, wir könnten unseren Haustier 39 holen. Aber interessieren, was der droppen oder so, wird mir schon wahrscheinlich nichts. Wie das manchmal hier so lustigerweise ist. So, ich sagen, wollen wir dann nächstens in so ein Panther oder ein Tiger. Nein, nicht von abgeneigt. So, eigentlich wollte ich ins Handelsdistrikt laufen und mich da dann auslocken. Noch eine Kanalbestie. Ich werde nicht mehr. Ja. Zwei. Okay. Ich dachte, es gibt immer nur eine. So wird man des Besseren belehrt. Oh, jetzt kann ich auch verstehen, warum mein Bruder immer so viele Ras getötet hat. Tja. Da ich am meisten Schurke gespielt hat, hatte ich sowas Tolles nicht. So. Jetzt aber, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie es heißt, wieder Let's Play WoW und diesmal dann in Folge 51. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.